Hallo, herzlich willkommen bei mir in der Küche. Heute öffne ich Türchen Nummer 16 meines Adventskalenders. Hinter diesem Türchen verstecken sich Mokka-Nussstangen. Dieses Rezept hat viel von dem, was man von guten Plätzchen erwartet: Schokolade und Nuss. Für extra Pfiff sorgt eine leichte Kaffeenote. Ebenfalls auf der Plusseite für diese Kekse steht, dass sie einfach zu backen sind. Na gut, dann fangen wir an. Für den Teig brauche ich folgende Zutaten: 275 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 2,5 Teelöffel Kakaopulver, eine Prise Salz, 2 Eigelbe, 4 Teelöffel kalter starker Espresso, 200 Gramm kalte Butter und für Deko brauche ich 200 Gramm Kuvertüre. Alle Zutaten außer Schokolade verknete ich zu einem Teig. Den Teig teile ich in 8 Stücke. Aus jedem Stück forme ich eine kleine Rolle. Diese Rollen wickle ich in Folie und stelle für eine Stunde kalt. Danach heize ich den Backofen vor auf 175 Grad und lege die Backbleche mit Backpapier aus. Jede Rolle schneide ich in ca. 7 Stangen und lege auf die Bleche. Die Stangen backe ich im Ofen 11 bis 13 Minuten. Danach lasse ich die auskühlen. Im heißen Wasserbad schmelze ich die Kuvertüre. Die Enden der Mokka-Stangen tauche ich in die Kuvertüre und lasse die trocknen.